unserem neuen Video. Wir sind heute bei M1 eingeladen und schauen uns jetzt mal die E-Bikes an. Das ist der Manuel. Servus. Der stellt euch jetzt mal ein bisschen vor, was alles da ist. Wir sprechen ja bei euch über das Erzberg, deswegen gehen wir mal schnell ganz an den Anfang. Angefangen hat es mit diesem Erzberg 2013. Also das ist mein persönliches, da sind ein paar Umbauten dran. Aber damals noch ein Biobike oder E-Bike. Ja. Damals mit Nahmotor, Akku war hier drin mit 207 Wattstunden, fantastische 207 Wattstunden. Konnte man aber einen zweiten Achsel-Akku im Rucksack mitnehmen, war unter 2 Kilo. Damals eigentlich schon fortschrittlich, heute machen es die ja auch wieder, unsere Kollegen vom Mitbewerb. Kleine Akkus, dafür aber mehrere mitnehmen für eine lange Tour. So ging das los. 120 hinten, normalerweise 120 auf vorne, ich habe 150 rein, weil war halt einfach besser. Optimiert die Geometrie auch ein bisschen. Und schön leicht war es. Ne? Damals ein echt super leichtes E-Bike. Wir waren halt ein bisschen zu früh dran damit vielleicht. Dann die neue Erzberg-Reihe. Fangen wir mal bei der gemütlichen Variante an. Ja, hat jetzt den zweiten Platz bei VeloMotion in der Leserwahl gewonnen. Das ist für uns super, das kennt ja noch keiner, aber wir freuen uns riesig. Akku ist nicht drin, also nicht wundern, so sieht man die Kabel. Ist vorne ein 160er, hinten 150, integrierter Dämpfer in Split Tube heißt es bei uns. Ja. Ist für den Einsatz in der Stadt möglich, über Land, auf Feldwegen, aber wie wir heute vielleicht noch sehen, auch im Trail. Ja, ich glaube, ich gönne mir die Ehre und fahre mit dem mit euch mit. Ist halt richtig geil, weil du wirst einfach nicht schmutzig. Also jetzt im Winter fahre ich halt die ganze Zeit mit dem, weil es einfach Spaß macht. Du bist nicht komplett eingesaut, du hast trotzdem einen Fully dabei, du kommst ewig weit mit 750 Wattstunden, hast einen schönen Brose-Motor, der einfach leise ist, aber trotzdem extrem schiebt. Geometrie ist auch sehr mountain-orientiert. Lenkwinkel ist schön flach, Reach schön lang, Sitzwinkel steil, aber nicht zu steil und ein schönes Fahrrad, ne? Dass du halt auch schön überall drüber bügeln kannst. Ja, das stimmt. Also gerade der Sitzwinkel ist echt geil, wenn ich mir das so anschaue, weil da kämpfen wir manchmal mit Bikes, wenn der eben zu weit hintergeht, dann macht es keinen Spaß mehr hochzufahren, wenn man ehrlich ist. Ja, man fährt halt hinter dem Fahrrad her und um das jetzt, dann muss man so fair sein, hier ist der Sitzwinkel. Allein durch die Geometrie einfach sehr weit nach hinten und dann, wenn es wirklich steil wird, dann tritt man eigentlich eher, als ob man auf dem Fahrsteuer- oder Bürostuhl sitzt. Eine Kategorie sportlicher ist dann das Erzberg CC, ja, in voller Pracht zu sehen, und mit Akku. Gleiches Fahrwerk, 160er, das ist auch die neue hier mit dem Ablassventil. Fox DPS, 150 mm, 12-fach, vorne 36, der ist nur optional, ja, das ist ein bisschen Aufschlagschutz, kann man aber bei optischen Gründen einfach runter machen. Bremse MT7, 203, 760er Lenker und wie gesagt MT7. Das hier ist mein persönliches Bike, mein BW, ist nicht Serie, aber kann man machen. Erstmal unser stolzer Partner Lupine. Ja, wir haben da die SLX in der Pedelec-Variante, beim S-Pedelec heißt es S-Pedelec. Vorne und hinten haben wir die Biker Head. Ja, sind schweineteuer, aber machen halt beim Gewicht einiges aus. Und mein optisch, die einen sagen, boah, brutal, die anderen sagen, braucht man nicht. Ich sag, hilft ja nichts. Und was heißt, macht einiges aus? Wir haben, also gerade der Dämpfer muss man auch zählen, das sind fast 2 Kilo Unterschied von dem hinter mir zu dem vorne. Weil der Dämpfer ist halt hier ohne Piggyback, ja, das ist halt die leichteste Variante. Und bei dem ist es ein Stahlfederdämpfer, ja, also viel, viel schwerer. Aber man muss auch sagen, das Ansprechverhalten von der Stahlfeder ist halt einfach bei der Variante deutlich besser. Und kommt immer mehr auch in den Dämpfer. Ja, aber das ist natürlich. Das ist eine Philosophieentscheidung. Man kann den Fox Float X2 hernehmen, der kommt dann ungefähr auf die gleiche Performance. Aber ich zeige euch das Ansprechverhalten gleich, das ist brutal. Dann habe ich noch, jetzt habe ich ja Transdampflauf, das macht auch viel Gewicht aus, ja, im Vergleich zum Eddie Curran.
Aber das wird sich hier wahrscheinlich noch ändern, weil das ist, der Unterschied ist Wahnsinn. Also Eddie Köln, das, die macht überhaupt gerade bergauf, hinten Seitenhalt, ein Traum. Im Vergleich zum Hans Dampierz. Dann Bremse. Also 220er. Scheibe, aber ein Traum. Mit MT7. Ja. Wurde jetzt gerade bei EMT Windows übrigens zu der beliebtesten Bremse gewählt. Wichtig. Hinten 203, vollkommen ausreichend. Ich bin total begeistert von der Bremse. Die taugt mir mega. 800er Lenker statt 760 für die Bergab-Performance und 35er Vorbau statt wie bei den anderen Modellen 60. Dann bei der Mai kann man die Höhe variieren: 150, 175, 200, je nachdem. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel eine 200er gebrauchen, ist auch schon bestellt. Akku auch 750 Wattstunden und was natürlich ganz besonders ist, bei der Bobby Root Edition bzw. dem Erzberg BR, wenn Sie einmal das Detail am Unterhaut betrachten wollen, da ist nochmal ein Gummicover, ein Schlagschutzcover mit M1 Sporttechnik, Aufsatz, Schriftzug, damit man die ganzen Steinschläge eben nicht die ganze Zeit hört und sich wundert, was passiert da. Dann, wahnsinnig technisches Detail, wir haben hier Lufteinlässe, unten am Motor, hier, unten kommt es wieder raus, weil Luft rein ist immer gut, aber Luft muss auch raus, ist noch besser. Ja. Dann kühlen wir auch über die Mikrose sowieso, ja, und dann haben wir noch auf der anderen Seite, haben wir hier noch ein Alublech und drunter ist ein Wärmeleitbett, ja, damit die Wärme auch auf diese Seite rauskommt. Ah, top. So, dann, man sieht, Ansprechverhalten ist okay, aber schauen wir weiter. Ja, da wir nicht so aufs letzte Gramm tunen normalerweise, wie ihr wisst, und die Optik natürlich auch zählt. Darf ich dich mal bitten, den zu halten? Also, Ansprechverhalten, ich mache fast nichts. Ja? Kannst du mal selber schnell machen? Ja. Oh ja. Das ist krass. Ja. Und ich hoffe, das geht so. Ja, also er bleibt dann einfach. Nichts, ja. Er bleibt, ja. Genau. Ist jetzt eine Feder für deine Gewichtsklasse. Also unterweich und federleicht. Das ist jetzt wirklich die Serienausstattung im Vergleich zu den anderen. Also zum GT und CC haben wir hier noch die 38er statt die 36er. 170 mm Federweg und die anderen beiden sind 27,5. Hier ist 29er. Vorne. Hinten. Genau. Hinten kannst du bis zu 3 Zoll. Aber wir haben jetzt 2,6 aktuell drin. Du könntest, wenn du viel im Schnee fährst, wenn du viel Traktion nochmal zusätzlich brauchst, nimmst du halt 2,8. So sieht die Batterie aus. Prinzipiell ein schlankes Ding. Ziemlich geil, dadurch wirkt das Unterrohr halt auch extrem dünn. Und dann haben wir unser Carbon-Cover da drauf. Das wird da drauf gesteckt, dann hinten und vorne fixiert. In Summe wiegt der 3,75 und der knapp 4. Mhm. Deshalb klingt viel, aber vielleicht probieren wir das heute mal. Wenn ihr, ich habe den E-Ride Rucksack von Evoque, wenn du den im Rucksack steckst, ist der genau in der Körpermitte, genau so, dass er dich eigentlich gar nicht stört. Und ich muss auch sagen, ich merke es gar nicht, dass ich ihn dabei habe. Und dann hast du halt einfach mal knapp 1500 Wattstunden dabei. Und das ist halt Wahnsinn, da kannst du 5 Jahre weiterfahren. Na klar, das ist weniger. Kostenpunkt Ersatzakku dann? Ein Tausender. Mit dem Cover gleich dabei. Hier stehen die Bikes, haben wir gehört. Genau, hier also, entstehen die Bikes, in dem Chaos-Tisch hier. Naja, gut. Es basiert eigentlich alles auf einer Skizze. Ja? Man fängt an mit ein paar Formen, die einem gefallen, ein paar Linien. Man übernimmt natürlich das, was vorher beliebt war und streicht das, was den Kunden nicht so gefallen hat. Und am Ende kommt dann hoffentlich immer ein optisch schönes und technisch passendes Fahrrad raus. Es basiert alles auf einer Skizze. Ja? Eine Skizze definiert die Kinematik vom Hinterbau. Da gibt es zig verschiedene Ansätze, wie man das schön lösen kann. Eine Hinterbaukinematik. Es gibt ultra-progressiv, es gibt, degressiv ist natürlich ein Quatsch, aber es gibt lineare und durch die Dämpferabstimmung kann man dann die Progression noch verstärken. Unser Ansatz ist,
dass man möglichst wenig Federweg verliert und ein extrem sensibles Ansprechverhalten haben. Und das ist genau im Sägbereich, ja, in der Region. Das ist der Federweg, den man am meisten nutzt. Und hier ist natürlich, wenn du mal springst, dann kommst du in die Progression überhaupt rein. Das heißt, wie ihr vorher gesehen habt, ist der Hinterbau richtig sensibel. Und das kommt eben durch ein lineares Ansprechverhalten, beziehungsweise leicht degressiv. Und sobald man wirklich in diesen dauerhaften Bereich kommt, kommt die Progression. Und am Ende kommt da dazu halt dann nochmal zum Beispiel eine Membran in den neuen Dämpfern. Ist jetzt stark im Kommen. So schaut es aus, wenn der Rahmen fertig ist. Ist hier mit zig Arbeitsschritten entstanden. Das mal kurz zu zeigen. Also hier jeder einzelne Strich kann man schon fast als Arbeitsschritt bezeichnen. Ja. Motoraufnahme, Kabelverlegungen, alles was farblich ist, sind so Änderungen, die wir nochmal nachträglich durchgeführt haben. Und hinter dem Ganzen liegt eben die Skizze mit der Geometrie, die dann an den Kunden veröffentlicht wird. Reach, Lenkwinkel, Sitzwinkel, das sind so die bekanntesten. Aber da steckt viel, viel, viel mehr dahinter als nur eine Geometrietabelle. So, jetzt wird umkeitelt und dann geht's ab auf den Trail. Die beiden gleich mal testen. Schauen wir mal, was die können, oder? Jetzt ist es soweit. Erste Testfahrt startet bei Schneefall. Wird gleich spannend. Wo fahren wir denn hin? Aufwärts auf den Berg natürlich. Da geht es schon recht unwegsam bergauf. Bis jetzt fährt es geil. Voll. Schluckt alles weg. Er murkst wieder im Dreck rum. Er ist ein großer Freund, also der Motor von höheren Drehzahlen. Ja. Dann hat er ein bisschen mehr Power. Gerade in Stufe 4, das heißt Flex Power Mode. Okay. Das heißt, er wertet den Drehmoment, den du gibst, nicht mehr so hoch, sondern die Leistung. Okay, ja. Also hier die Drehzahl. Und dann gibt's, das heißt, dass er optimal über 80. Ja, übertreiben muss er auch nicht. Er hat dann noch mal einen Tick mehr Power. Ja. Genau. Puh. Oha, oha. Links. Wir haben einen Platten. Wer war es denn? Ich habe rechtzeitig Fahrrad getauscht. Also bei mir ist alles gut. Ja, wer filmt denn? Bestes Wetter zum Reifenwechsel. Nass, dreckig und arschkalt. Es geht. Also, das ist mein Reifen, der wirklich nur mit Reifenheber runtergeht. Der ist gekommen, um zu bleiben. Ja. Zeig mal her die Finger. Ja, es geht. Naja. Aber wir müssen auch mal festhalten, wer den Platten gefahren hat. Insofern einmal Kamera schwenken, bitte. Das stimmt gar nicht. Das ist halt einfach nicht wahr. Ist nicht wahr.
Möglich. Aber ich habe rechtzeitig erkannt, wann es Zeit war zu wechseln. Wobei, es stimmt aber nicht, weil ich hatte ja schon länger den 27,5. Also ich habe ihn tatsächlich nicht gefahren, glaube ich. Die Räder sind verschneit, aber der Reifen ist wieder drin und mit Luft befüllt. Genau. Geht weiter. Und wer fährt jetzt den vollen Reifen bitte weiter? Petra. Kein Platten mehr fahren. Ah ja. Thank you.
Warte. Also gemacht haben wir jetzt 930 Höhenmeter, weißt du die Kilometer aus? 20 Kilometer und ich habe noch 42%. Ich habe noch 38, bin auch viel Boost gefahren. Ja, ein bisschen weniger. Ja, also es ist ja ziemlich kalt im Moment, von dem her kann man nichts sagen, würde ich sagen. Haben die Akkus gut gehalten? Ja, genau. Top. Immer schön mit Vollgas. So, das war der Tag mit M1, würde ich mal sagen, oder? Ja, war geil. Nass, aber geil. Mit Reifenpanne, Reifenwechsel, aus dem Fenster gelehnt und glatten Schuhen. Bitte nicht nachmachen, ist nicht so wirklich toll. Schuhwerk wäre bei mir vorbildlich gewesen. Danke auch an Manuel für den schönen Tag, genau. War super. Perfekt. Ja dann, wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, auch zu den Bikes oder so, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.